Aber wir haben bis jetzt noch keinen Jack gefunden. Hallo, Ratte. Ratte. Dieses... Das finde ich schon ein bisschen... Ah, weißt du, was es sein kann? Dieses... das ist dieser Fluch, der in mir lastet. Denke ich mal. Ist schwach gestiegen. Dunkles Elixerz. Ich finde es trotzdem schade, dass hier kein Jack ist. Tschüss, Ratte! Hui. Da sollte sich doch an der Wand festhalten. Oh Gott. Okay. Wer fiebert mit? Wir wissen ganz genau, was passiert, wenn ich von oben runterfalle. Jack, bist du hier? Nein, auch nicht. Um Gottes Willen. Oh, Riesenrad. Ist das das London Eye? Nee, London Eye ist es. Nee. Nee, aus Tschernobyl, das Ding ist es auch. Nee, das ist irgendeins. Also, die Gondeln habe ich so noch nie gesehen. Okay. Interessant. Können wir noch weiter nach oben? Jo, können wir. Oh. Trollschnitter. Haben wieder eine legendäre Waffe gekriegt. Wir sind so gut. Okay, da drüben müssen wir auch definitiv mal hin, diese Aussichtsplattform da drüben. Aber nein, wir müssen ja noch, ich habe schon wieder außer Acht gelassen, dass wir noch gerade auf dem Weg zur Mine waren. Ah, sein Kopf liegt da. Okay. Also sein Kopf ist nicht runtergefallen, sein Kopf liegt auch hier. Aber wenn das wirklich das letzte war, was er gesehen hat. Na gut, der Ausblick aufs Meer, ne? Aber wie sind wir hier hochgekommen? Weil wir hatten schon Probleme. Hui! Boah. Also da hochzukommen, das ist schon knackig gewesen. Kann man nicht anders sagen. Es war knackig. Also für mich sind das trotzdem. Also für mich ist Piranha Bytes einfach nur das. Es muss. Egal was sie rausbringen, es muss gespielt werden. Ich weiß auch nicht. Das hat auch was mit den Melodien zu tun, mit der Musik und allem drum und dran.
Da bin ich echt ein bisschen zu viel Fanboy dafür. Aber wie gesagt, auch wenn ich manches anprangere, es ist trotzdem kein schlechtes Spiel bis jetzt. Oh, okay. Scrap, Müll, schädigte Waffe. Irgendein Kornschieber war das. Nein, den schaffe ich noch nie. Ich bin ganz blöd dazu. Nicht mehr Ruhe. Hey, das Hühnchen will ich aber. Boah, das rennt er mir hinterher. Hühnchen! Nein, da kommt er schon wieder. Und tschüss. Verdammt. Mir läuft die Zeit davon. Für was? Ich glaube nicht, dass wir den Raptor besiegen werden. Letztes Log, was ich hier aufnehmen werde. Von den Setzlingsfeldern geschmissen, als Schrottsammler verbannt, um in der Mine zu arbeiten. Ich sag's dir, wer auch immer hier zuhört, das macht Red mit Absicht. Ich hau hier ab. Ich werde losziehen und eine eigene Bande gründen. Ein paar der alten Jungs in Ateris anheuern. Oh, mein Kram lasse ich hier. Den brauche ich sowieso nicht, wenn ich mich mit Überfällen über Wasser halte. Die Scheißhild und Schrott, die könnten mich echt am Arsch lecken. Wer auch immer den Kram hier findet, kann ihn behalten. Und wenn du auch die Schnauze voll hast von den Berserkern, such mich. Ich werde die glorreichen Tage der alten Outlaws wieder aufleben lassen. Ohne Baxter oder Red, ohne Logan oder Nasty, dann werde ich der König sein. Hm. Und wer mich in Frage stellt, wird umgebracht. Und wenn ich dann eine Truppe habe, die groß genug ist, hole ich mir das Fort zurück. Hey, Willi, was machst du denn da hinten? Ach, verpiss dich, du! Ich bin nicht gut genug. Willi ist einfach nur irgendwie ein bisschen durch. Der ist einfach nur durch. Oh, Schritt 1. Schritt 2. Schritt 3. Profit. Schritt 1. Bringen Sie das richtige Werkzeug mit. Sie wollen schließlich nicht mit Ihren Händen den Fels abtragen. Schritt 2. Irren Sie nicht planlos in der Gegend herum. Das, was wir machen. Wir sagen Ihnen West-Ost. Was? Wo? Ach so. Entschuldigung. Wir sagen Ihnen, wo Sie suchen sollten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Anhang. Schritt 3. Profit. Sind Sie auf eine Ader gestoßen? Vergewissern Sie sich, dass niemand in der Nähe ist. Ein erfolgreicher Schürfer teilt sein Glück nicht. Neid kann tödlich sein. Fundorte, Eisen. Halten Sie in etwaigen Stollen und Höhlennetzwerken nach einer Ader Ausschau. Achten Sie beim Abtragen darauf, dass Ihr Helm korrekt sitzt. Fällt Ihnen während der Arbeit ein Stein auf den Schädel, sagen Sie nicht, Sie wurden nicht gewarnt. Schwefeln.
Bevor sie sich auf die Suche begeben, sollten sie ihre Wasservorräte aufstocken, denn Schwefel befindet sich hauptsächlich an heißen Quellen, wie zum Beispiel Lavaflüssen. Wenn ihnen weniger gefährliche Orte vorschweben, sollten sie auch an einigen Strandabschnitten fündig werden. Amazit. Haben Sie Ihre Schwimmflossen im Gepäck? Dann sollten Sie keine Schwierigkeiten haben, auf Amazit zu stoßen. Benannt nach seinem Entdecker, dem Kleriker Amadeus, befinden sich die Adern oftmals in der Nähe von Flüssen. Elexit. Aus Ihren Taschen rieselt der Staub. Dann tragen Sie ein paar Brocken Elexit aus einer entsprechenden Ader ab. Und ihre Probleme gehören der Vergangenheit an. Problem, Doppelpunkt. Die Vorkommen sind meist schwer bewacht. Bereiten Sie sich auf einen Kampf mit Banditen oder sonstigen Kreaturen vor. Denn auch in der Nähe eines Konverters sollten Sie Ihr Glück finden. Gold. Ein edles Metall, warum es in der Nähe stehender Gewässer oftmals auftaucht, konnte bis heute nicht gänzlich ergründet werden. Aber der Verfasser dieser Zeilen ist sich sicher, dass sie das sowieso nicht interessiert. Haridium. Besitzen Sie ein Jetpack, dann gehören Sie zu den wenigen, die es fortan abtragen können. Einfach wird es jedoch nicht. Grundsätzlich ist es an schwer zugänglichen Orten wie zum Beispiel einer Felswand zu finden. Achten Sie auf festes Schuhwerk. Tun Sie es nicht, könnten Sie das Schicksal seines Entdeckers, dem Kleriker Harald, teilen und in den Tod stürzen. Seien Sie kein Harald. Ach, schön blöd. Ach, schön, schön blöd. Finde ich gut. Seien Sie kein Harald. Ich mache eh was mal. Ich weiß. Ich habe den Speicherstand wirklich Klopappe genannt. Ja. Stufe 6. Seien Sie kein Harald. Kommen Sie nie. Na komm. Ich weiß auch nicht, wieso tut man mir eigentlich immer sowas an? In der Nähe von Einsteigergebieten, wo man mal hin soll und alles drum dran, um hier voranzukommen, mir solche Kreaturen in den Weg zu schmeißen. Das ist so ein kleines bisschen statistisch von den Spieleentwicklern. Kann das sein? Keiner Sadismus? Oh, Pressluftdammer. Die Luft hier scheint vergiftet zu sein. Ich sollte Scrappy davon berichten. Okay. Vergiftete Luft. Kacke. Mist. Dreck. Dreckige Luft. Ich bin ein Vogel. Also hier ist auch noch ein Nest. Okay, was ist das? Also ich glaube, das durfte ich wegplatzen können. Wie gesagt, ich blocke lieber, als dass ich hier Ausweichen mache. Scrappy, ich komme. Ja, Scrappy. Wir machen falschen Sprung. Yay.
Wer bist du denn? Oh, da liegt... Nee, das ist gar nicht tot. Tot. Hier ist doch auch kein Wasser. Ja, hier ist doch auch kein Wasser. Oh, schön. Die Melodie ist auch wieder schön im... unter diesem Weltenherz. Oh. Tip, 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 tip. Ich bin auch begeistert, wie gut jetzt gerade zur Zeit OBS mitmacht mit den Spielen. Bei dem Spiel konnte ich sogar mal jetzt hier meine Auflösung erhöhen. Aber immer noch die Skalierung bei der Aufnahme ist immer noch hier Full HD. Aber ich spiele gerade wieder auf 2K. Und ich nehme das auf 2K auf und das skaliert automatisch auf Full HD um. Somit haben wir noch eine höhere Darstellungskraft oder ein besseres Aussehen bei den Videos. Das finde ich echt gut. Hallo Scrappy! Ich habe leider schlechte Neuigkeiten für dich. Ich bin wieder zurück. Bei der Mine sind alle tot. Was sagst du da? Was ist passiert? Die Mine scheint mit Gas geflutet zu sein, es hat sehr gestunken. Das erklärt, warum ich keine Lieferung mehr gekriegt habe. Du wolltest doch eh ins Fort, oder? Geh sofort zu Fenris, er muss das wissen. Wenn wir kein Eisen mehr aus der Mine bekommen, könnte das übel enden. Okay. Was ist, wenn ich nicht ins Fort gelassen werde? Sag Garda einfach, du kommst von mir. Lass dich nicht abwimmeln, der lässt dich dann schon durch. Am besten beeilst du dich. Ist echt dringend. Okay, mach ich. Scrappy, alles nur für dich. Moinsen, reisender Händler. Ja, ich springe nicht, ne? Also. Falscher Eingang, Kumpel. Versuch dein Glück bei Garda, am Haupttor. Und wenn er mich nicht durchlässt? Dann wird er wohl seine Gründe dafür haben. Hier kann ich dich jedenfalls nicht durchwinken. Wieso? Ich komme doch von Scrappy. Wenn du es auf einen Versuch ankommen lassen willst, geh um das Lager herum. Sobald du nordwestlich von hier stehst, sollte der Eingang nicht schwer zu finden sein. Ja, wirklich? Viel Erfolg. Ja, bevor ich jetzt hier drum herum tanze, was soll denn der Blödsinn? Ha, kann auch schnell reisen. Hui. So, du alter Haudegen. Lass mich rein. Du schon wieder? Ja. Du wirst mich nicht los. Ich bin wie ein schlechtes Geschwür. Ich komme immer wieder. Scrappy schickt mich. Ich muss zu Fenris. Und was sollst du Fenris ausrichten? Das sage ich ihm schon selbst. Ich will es aber hören. Halt mich nur weiter auf, wenn dir die Eisenmine egal ist. Sag das doch gleich! Bevor ich dich durchlasse, erkläre ich dir die Regeln. Du kannst dich im Fort frei bewegen. Okay. Ausnahme ist das obere Viertel. Dort dürfen nur ausgesuchte Personen hin. Oh. Dringst du trotzdem dort ein,
kümmern sich die Wachen um dich. Cool. Beklaust du uns, kümmern sich die Wachen um dich. Fängst du eine Prügelei an, kümmern sich die Wachen um dich. Und wenn du jemandem ein Messer an die Kehle hältst... Ich weiß, dann kümmern sich die Wachen um mich. Falsch, dann beerdigen wir dich. Wir haben uns also verstanden, dann ab mit dir. Was ist denn mit der Führung? Aber natürlich, die Führung. Der Boss hat genug davon, dass ihm die Neuankömmlinge ein Loch in den Bauch fragen. Lass dir also von Striker das vorzeigen, klar? Ich habe nur mit einem halben Ohr zugehört, was Garda dir erzählt hat. Aber du willst sicher wissen, wo es hier was zu fressen gibt. Das und mehr kann ich dir unterwegs erklären. Gibt sicher ein paar Sachen, die du noch nicht weißt. Ich kenne noch das Fort von früher, aber egal. Okay. Okay. Na los. Sag einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Führe mich durchs Lager. So führe er. Führe mich durchs Lager. Ich wollte mir sowieso ein bisschen die Beine vertreten. Na dann, komm mal mit. Na los, Striker. Mit dem Eingang des Forts kommen wir direkt ins Wohngebiet. Viele der einfachen Arbeiter wohnen hier. Von den reichen Schnöseln wirst du hier unten niemanden finden. Die wohnen alle im oberen Viertel. Aber wo das ist, zeige ich dir später. Auch wenn sie dich nicht reinlassen werden. Gut. Hier drüben hat Skinny seine Suppenküche. Wenn du also was zu fressen brauchst und nur wenig Splitter hast, ist er der Richtige. Willst du dir schnell was holen, bevor wir weitergehen? Lass uns mal. Nein, lass uns weitergehen. Ich seh... Na dann. Wir müssen nur über die Brücke, dann sind wir im Händlerviertel. Im Gegensatz zu Skinny wollen manche von denen echt einen Haufen Splitter für ihr Zeug. Hier kommen ab und an auch Händler von anderen Fraktionen vorbei. Lass dich von denen nicht über den Tisch ziehen. Garda würde sie am liebsten alle rausschmeißen. Na, mir ist das egal. Sollen sie doch handeln. Hui. Willst du dich bei den Händlern etwas umsehen, bevor wir weitergehen? Noch nie. Nein, führ mich weiter. Wie du willst. Links von uns ist der Mana-Schrein. Hier machen die echten Berserker irgendwas mit Elex und Magie und so einem Zeug. Damit habe ich nichts zu tun. Zu meinem Schrein kommen wir gleich. Chloes Bierschrein. Yay. Ich trinke ein Bier. Und da sind wir schon. Am heiligsten aller Orte. Der Bar. Chloe ist die Einzige, die bei der Übernahme der Berserker ihren Posten behalten durfte. Okay. Sie hat damals den Laden geleitet, als hier alles noch Wüste war. Oh, und oh. Tut es noch immer. Oh wei. Chloe, ich kennt mich doch noch. Ich werde mir einen kleinen Helm aufsetzen und mich einfach irgendwo in die Ecke setzen. Die Berserker haben Chloe die Bar gelassen? Sagte ich das nicht gerade? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, dass sie ansonsten alles, aber auch wirklich alles umgekrempelt haben. Mhm. Anfangs dachte ich, was für eine Scheiße. Ich soll mich mit diesen Waldspinnern zusammenschließen? Hey. Sagen wir es so, ich habe mich dran gewöhnt. Ihre Regeln sind gar nicht so verkehrt und meine Fresse, die Jungs hier können ein Bier brauen. Sogar ihre Rüstungen sind bequemer als die komischen Fetzen, die Baxter seinen Jungs gibt. Alles in allem bin ich ganz froh, jetzt ein Berserker zu sein. Genug geschwafelt. Gibst du mir ein Bier aus oder sollen wir weiter? Ich glaube, ich tue das um der alten Zeiten willen. Ich werde mich wieder den Berserkern anschließen. Ich wollte eigentlich eher so ein freies Individuum bleiben, unbefangen von allen. Aber ich denke mal, um die alten Zeiten wieder, um das einfach nur fortzusetzen, wie ich im ersten Teil gespielt habe, werde ich hier im zweiten Teil auch wieder den Berserkern beitreten. Lass uns weitergehen. Dann gibt's wohl kein Bier für mich. Ich hol mir einfach später eins. Folge mir. Das wird er sich merken. Wir müssen nur noch einmal am Mana-Schrein vorbei und über die Brücke. Dann sind wir auch schon im letzten öffentlich zugänglichen Viertel. Du hast gesagt vorbei, nicht durch. Über die Heiler kann ich dir gar nicht viel sagen. Das sind Alche... Alter, sieht das irgendwas cool mit aus. Mist. Die braunen Tränke und sowas. Mich hört der Scheiß ist mir zu hoch. Quatsch Moin. Mit den Typen hier, wenn's dich interessiert. Die Alter. Haben in Goliath gelernt. Sind echt Meister ihres Fachs.
Ich auch, ich habe auch in Goliath gelernt. Darf ich nach Goliath? Alles, was ich weiß, ist, die machen verdammt gute Heiltränke. Könnte wetten, dass diese Jungs hier auch für das Zeug in der Bar verantwortlich sind. Die Tour ist fast zu Ende. Lass uns weitergehen. Okay, dann mal auf. Da vorne kommt gleich der Zugang ins obere Viertel. Da dürfen nur die reichen Säcke hin. Außerdem hat Red dort das Sagen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie diesen Penner zum Chef gemacht haben. Was? Red ist der Chef? Da sind wir. Wenn du keine Erlaubnis hast, um ins obere Viertel zu gehen, solltest du mit Fenris sprechen. Nur mit seinem Okay darfst du dort rein. Oder wenn Red persönlich dich einbestellt. Ansonsten hast du jetzt fast das gesamte Fort kennengelernt. Hast du noch Fragen? Wo finde ich Fenris? Wie kam es dazu, dass du ein Berserker geworden bist? Red hat hier das Sagen. Okay.